Leistungsdruck und Versagensangst. Da ist er wieder, der Griff in den Kühlschrank. Bulimie, Mager- oder Fettsucht. Immer mehr Studierende leiden an Essstörungen, die tief in der Psyche verborgen sind. Bei mir war es jetzt nie so, dass es immer nur ums Dünnsein ging. Es war einfach ein Problem vom Selbstwert. Man hat sich irgendwie nicht genug wert gefühlt und über die Krankheit hat man irgendwie eine Definition gefunden. Lilly Maria Kern ist 27 Jahre alt. Während ihres BWL-Bachelors erkrankte die Studentin an Magersucht. Was mit einer einzigen Diät begann, entglitt ihr schließlich vollkommen. Also ich war immer schon ein sehr kerniges Kind und habe einfach sehr gerne gegessen. Und es kamen halt öfters auch mal Kommentare von außen. Ich habe gedacht, okay, wenn jetzt ständig irgendwie sowas kommt wie Moppelchen oder so, dann fange ich jetzt halt mal an, ein bisschen abzunehmen. Also ich bin eigentlich von Natur aus ein sehr leistungsorientierter Mensch. Ich glaube, das sind auch viele, die Krankheit haben. Und habe mir da schon immer ziemlich viel Druck gemacht. Wusste auch von vornherein, dass ich einen Einser-Abschluss haben möchte. Und hätte mich mit was anderem auch nicht zufrieden gegeben. Als der Einser-Abschluss dann da war, war ich natürlich auch nicht zufrieden. Aber es musste auf jeden Fall einer sein. Oft ist es der Wunsch nach totaler Perfektion, der zum Auslöser einer Essstörung wird. Das Bühnenprogramm Food Diaries soll sensibel machen für eine Krankheit, die ihren Ursprung in der Psyche hat. Betroffene und Schauspielerin Heidi de Blum hat ihre Erfahrungen als Bulimikerin lyrisch verarbeitet. Theaterabend an der Technischen Hochschule Nürnberg, wo Heidi im zweiten Semester Soziale Arbeit studiert. 3 Jahre hat es gedauert, bis sie ihre Essstörung überwinden konnte. Mithilfe einer umfassenden Therapie. Das hat auch einige Zeit gedauert, bis so die Idee weiterhin in mir herangewachsen ist. Und vor allem hat es auch gedauert, bis ich an dem Punkt war, wirklich so weit zu sein, da offen drüber zu reden und auch mich letztendlich zu outen und auch zu sagen, okay, ich schreibe dieses Stück, ich stelle mich damit auf die Bühne und sage auch ganz klar und deutlich, das ist ein Teil meines Lebens, was bis dahin eigentlich noch total verborgen war. Ich esse keine Suppe! Nein, ich esse meine Suppe nicht! Nein, meine Suppe esse ich nicht! Am 4. Tage endlich gang. Der Kasper, wie ein Fettchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am 5. Tage tot. Wenn Emotionen nicht ausgelebt, sondern nur noch durch heimliches Essen ersetzt werden können, steckt man oft schon mitten in einer krankhaften Essstörung. Für Heidi de Blum ist ihre Vergangenheit heute unvorstellbar. Essanfälle und gleich darauf 5 Stunden lang joggen. In den Strudel der Sucht geriet sie nach und nach. Am Anfang war es so, dass ich monatelang Diät gehalten habe. Dann gab es irgendwie mal 1-2 Tage, in denen ich irgendwie alles Mögliche in mich hineingestopft habe. Und dann habe ich wieder Diät gehalten. Und zum Schluss hin war es eher so, dass ich eigentlich einen Essanfall nach dem anderen hatte und dann immer mal dazwischen einen Tag, wo ich vielleicht Diät halten konnte sozusagen. Also es wurde wirklich immer schlimmer. Und auch dieser Kontrollverlust wurde irgendwie immer größer. Lilly befindet sich in ihrer 2. Therapiephase. Sie hat gerade ihre betreute Wohngruppe verlassen und muss sich langsam daran gewöhnen, wieder 20 Kilo mehr zu wiegen. So, hier ist es halt jetzt so, dass ich mir meistens noch einen Messbecher nehme, wenn ich was mache wie Couscous oder so, um zu schauen, was ca. 80 Gramm sind, weil ich mir einfach da noch schwer tue, das frei zu benutzen. Also ich nehme halt so viel Öl, dass die Pfanne bedeckt ist, jetzt ein Esslöffel, aber ich würde jetzt niemals 3 oder 4 Esslöffel Öl reinschütten oder einfach die Flasche nehmen und es reinschütten, weil ich eben eine Zeit lang auch überhaupt kein Öl benutzen konnte und alles eigentlich immer trocken angebraten habe. Innerhalb kurzer Zeit hatte sich die fröhliche und gesunde Studentin auf ein lebensgefährliches Gewicht heruntergehungert. Die Stimme in ihrem Kopf, die ihr sagte, du bist noch nicht schlank genug, war immer da.
Zunächst war es so, dass ich kurz nur in einem Kuraufenthalt war und mich da irgendwie auf 45 Kilo hochhangeln konnte und damit dann auch mein Bachelorstudium gemacht habe. Und im Master ist es dann völlig ausgeartet. Da kam es dann eben so weit, dass ich aufgrund von dem Eiweißmangel ziemlich starke Ödeme hatte, Wassereinlagerungen, mit denen aber eben noch Sport getrieben habe. Und als das Wasser dann aus dem Körper rausging oder teilweise raus war, war ich dann nur noch bei 26 Kilo. Und da musste ich dann eben auch auf Intensivstation und auch künstlich ernährt werden. Man fühlt eigentlich gar nichts mehr. Also es ist alles tot. Man schaut eigentlich nur ins Leere und ist eigentlich gar nicht mehr wirklich da. Es ist eigentlich nur noch die Hülle. Nur mit lebensrettender ärztlicher Hilfe und dem Therapieprogramm der Organisation ANAT konnte Lilly wieder ins Leben finden. Der Weg zurück in ihr Masterstudium ist weit. Bei mir war es auch immer wieder so, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, das war's jetzt, so wird mein Leben einfach laufen, ich komme da nicht mehr raus, aber irgendwie immer wieder dieses Aufstehen und Weitermachen und immer wieder daran glauben, dass man es schaffen kann, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich würde halt irgendwie allen wünschen, dass sie, wenn sie merken, sie sind mit sich irgendwie unzufrieden, dass sie eher versuchen, das auf andere Art und Weise zu lösen, indem sie vielleicht neue Hobbys entdecken, sich viel mit Freunden treffen. Also sich keineswegs über irgendeine Diät versuchen zu definieren oder über ein bestimmtes Ideal, das man anstrebt. Weil das einen auf Dauer einfach nur krank machen kann. Lilly muss ein ganz normales Essverhalten erst wieder lernen. Nur so kann sie der dominanten Stimme im Kopf, die je nach Essstörung entweder Essen verbietet oder befiehlt, die Stirn bieten. Und Heidi? Ihre Gedanken haben aufgehört, um Essen und Kilos zu kreisen. Ihr Körper hat sich auf das Gewicht eingependelt, das zu ihm passt. Und ihr Berufswunsch ist es nun, anderen Betroffenen zu helfen. Den Anfang hat sie mit ihrem Bühnenprogramm bereits gemacht. Oh, essen Sie sich glücklich, schlank und sexy in nur 10 Minuten. Oh. Die neue Fettwegspritze. Jetzt auch in Deutschland zugelassen.